Der Abend ist aber noch nicht zu Ende. Es gibt noch eine kleine oder besser gesagt größere Ehrung, denn wir verleihen nicht nur die goldene Schwalbe, wir verleihen auch eine silberne Schwalbe. Silber deswegen, weil Gold die höchste Kategorie ist und Gold für externe Menschen, Initiativen und Persönlichkeiten gilt. Aber Silber gibt es auch für diejenigen, die sich bei uns in der Partei große Verdienste erwirkt haben. Aber nicht nur Parteiverdienste, sondern die über den Kreis der Partei hinauswirken. Und solch eine Person haben wir unter unseren Reihen, die seit vielen Jahren die Bewegung beim gentechnikfreien, ob das die gentechnikfreie Landwirtschaft ist, ob das der ganze Fair Trade und Ökobereich ist. Unsere Christiane Lüst ist eine ständige Kämpferin, eine umtriebige in vielen Bereichen. Wir haben es gestern erst von der Bürgermeisterin von Gauting gehört, die dich in größten Tönen gelobt hat. Und als wir im Bundesvorstand beschlossen haben, dass die Christiane den Preis von der Partei bekommt, und haben wir gesagt, wer könnte die Laudatio halten? Ja, es ist Karl-Heinz Jobst, der als stellvertretender Bundesvorsitzender und als Erdinger auch hier gute Kontakte hat. Aber zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht gewusst, dass sich hier etwas anbahnt. Denn innerparteilich bin ich sehr erfreut drüber und ich darf es an dieser Stelle ruhig sagen, liebster Karl-Heinz, du hast eine wunderbare Partnerin gefunden, der du jetzt die Laudatio halten darfst, was bereits vor dieser Liebesbeziehung ausgemacht war und wozu wir auch stehen können. Das tut es trotzdem. Auf diese Vorrede kann man ja kaum noch was draufsetzen. Das ist ja fantastisch. Ja, ich möchte vielleicht noch ganz kurz was zu der Entstehung sagen von dieser goldenen Schwalbenehrung, die wir heute wirklich genießen können. Es ist eine wunderbare Veranstaltung heute bis jetzt schon. Und ich denke, es wird noch ein bisschen schöner werden. Wir haben uns überlegt, wie können wir die Radtour mit einem schönen Festakt abschließen. Jetzt nicht nur die Fahrt zum Landtag, sondern wir wollen was wirklich Großes machen. Und Sie sehen, uns ist schon was Großes gelungen. Was wir heute hier haben, ist Kultur. Politische Kultur, künstlerische Kultur. Es ist ein Wahnsinn. Also ich bin heute schon richtig gerührt. Ja, und dann haben wir uns überlegt, wie könnten wir eine Veranstaltung auf die Füße stellen. Ja, und da war bezeichnenderweise Christiane, die Urheberin des Gedankens, wir könnten doch wieder mal eine goldene Schwalbe verleihen. Dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, wer könnte die bekommen. Dann hat sie sofort gesagt, ja, ist doch klar, Rapunzel. Dann drei Minuten später, ja, aber wenn wir Rapunzel ehren, dann müssen wir auch Feilmeier ehren. Das ist doch ganz klar. Wir können nicht einen nur ehren, das geht nicht. Ne? Ja, und dann kam die Rede drauf, wer könnte dann die Laudationes halten. Und irgendwann später ist dann auch noch dazu gekommen, ja, es geht doch gar nicht, die zwei nur zu ehren, wir müssen doch eigentlich den ganzen Zirkel ehren. Der Zirkel, der sich gegenseitig angestachelt hat, der gegenseitig sich sogar initiiert hat. Und dann kam natürlich Bertrand Verhaag noch ins Spiel. Vollkommen klar. Das ist eine verschworene Gemeinschaft. Und wir haben dann gesagt, wir müssen unbedingt diesen ganzen Agrogentechnikbereich, den Nahrungsmittelbereich, den Biobereich in einem Block ehren. Und so ist es dann entstanden. Also das ist eine ganz klare Sache. Und dann hat es ein paar Tage gedauert, ich habe mich mit der Sache befasst, ich habe mir die Internetseiten der Geehrten angeschaut und irgendwann fällt es mir die Schuppen von den Augen. Da fehlt ja noch eine, nämlich Christiane Lüst, die ja auch zu dem Zirkel dazugehört. Und den Rest hat mir dann dieses Buch gegeben. Ich hatte das Vergnügen, das mal Korrektur zu lesen und ein bisschen zu formatieren und solche Geschichten. Und dann ist mir erst
wirklich gekommen, was diese Frau in den letzten Jahren geleistet hat. Es ist unglaublich. Ich darf einfach mal, ja, ich muss natürlich ein bisschen Daten vorlesen, ist klar. Also, Christiane Lüst ist Sozialpädagogin, Diplom-Sozialpädagogin und hat in Gauting das Umweltzentrum und das Öko-Café, das sie betreibt. Seit 2001 arbeitet Christiane Lüst als Berichterstatterin dem UN-Menschenrechtsausschuss in Genf zu. Das sind also schon Ebenen, da erstarre ich schon vor Respekt, muss ich wirklich sagen. Seit mehr als 20 Jahren ist sie ÖDP-Mitglied. Die ÖDP besteht 30 Jahre, also so viele Jahre wie du hast, kaum einer auf dem Buckel. Und dann auch noch in der Aktivität, das muss man auch sagen, das war ja keine passive Mitgliedschaft. Und momentan ist sie Vorsitzende des Kreisverbands Starnberg und, das langt natürlich nicht, sie ist Kandidatin für den Landtag aktuell in Starnberg und für den Deutschen Bundestag im Landkreis München-Süd. Also, ganz schön was dahinter. Christiane Lüst hat das Netzwerk Aktion Genklage gegründet. 2006 war es. Mit dem Ziel, die Einführung der Agrogentechnik in Europa auf juristischem Weg zu stoppen. Mittlerweile haben sich weltweit 60 Organisationen in allen Kontinenten, na, ich glaube Australien nicht, stimmt's? Aber in allen anderen Kontinenten geschlossen. Also man sieht schon, alle Preisträger haben heute auf irgendeine Weise die Agrogentechnik, die natürlichen Lebensmittel, unterstützt. Und Christiane Lüst hat das auf eine ganz besondere Weise gemacht. Ohne Juristin zu sein, hat sie sich die Sache vorgenommen und hat sie bis zum Ende gebracht. Sie hat Nationen verklagt vor der UN. Und das muss man sich als Privatperson also schon mal vorstellen, was das für ein Brocken ist. Da wagt sich ein normaler Mensch gar nicht dran zu denken. Für Christiane war das kein Hindernis. Sie hat das durchgezogen und hat Berichte geschrieben. Ich lese es einfach mal vor, weil ich mir das gar nicht alles merken kann. Österreich im September 2005, ein Bericht. Durchbruch in Indien März 2008 zusammen mit Vandana Shiva, haben wir doch schon im Film gesehen. Brasilien März 2009, Kolumbien März 2010, Deutschland März 2011, also alle Jahre, Sie sehen schon, so ein Bericht an die UN. Bericht Argentinien November 2011 und aktuell ist Österreich dran und es läuft noch eine gleichzeitige Geschichte mit Mexiko. Ich darf jetzt zur Erläuterung bloß noch einen Artikel dieser Charta vorlesen, um einmal die Tragweite deutlich zu machen. Die Vertragsstaaten, Artikel 12 ist das, ja, der UN-Charta für Menschenrechte. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht eines jeden auf das für ihn erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit an. Die von den Vertragsstaaten zu unternehmenden Schritte zur vollen Verwirklichung dieses Rechts umfassen die erforderlichen Maßnahmen zur Senkung der Zahl der Totgeburten und der Kindersterblichkeit sowie zur gesunden Entwicklung des Kindes, zur Verbesserung aller Aspekte der Umwelt- und Arbeitshygiene, zur Vorbeugung, Behandlung und Bekämpfung epidemischer, endemischer, berufs- und sonstiger Krankheiten, zur Schaffung der Voraussetzungen, die für jedermann im Krankheitsfall den Genuss medizinischer Einrichtungen und ärztlicher Betreuung sicherstellen. Das ist jetzt nur ein Ausschnitt der ganzen Charta, aber ich denke, das ist einer der wichtigsten. Die Art und Weise, Staaten mehr oder weniger zu verklagen bei der UN und Rügen der UN gegen die Staaten auszulösen und die Staaten dazu zu verpflichten, Änderungen anzustreben oder Änderungen durchzusetzen, zu erwirken, ist ein großer Schritt, der unseren gemeinsamen Kampf für eine natürliche Umwelt mit Sicherheit Rückenwind geben wird. Ich erinnere mich, wir waren vor ein paar Wochen im Landwirtschaftsministerium in Bonn. Dort
war inzwischen eine neue Ministerialratsriege am Werk. Deutschland wurde ja vor kurzem gerügt und ist verpflichtet worden von der UN, die Missstände, diese Menschenrechtsverletzungen, die durch Gensaat oder Gensoja-Import in Deutschland in den Ländern Südamerikas angerichtet werden, abzustellen. Das heißt im Prinzip, Gensoja-Import zu stoppen. Und die Herren im Ministerium in Bonn haben davon nichts gewusst. Können Sie sich vorstellen, was in den nächsten Jahren noch zu tun ist? Wir müssen Sie regelmäßig daran erinnern, dass Sie eine Pflicht haben, die Menschenrechte zu achten. Das wird die Aufgabe von der Christiane in der nächsten Zeit sein. Und was ich ganz erstaunlich finde, die internationalen Kontakte, die sie da geknüpft hat, die weiten sich ja immer noch mehr aus. Wenn ich denke an Kalifornien, an Mexiko, es ist unglaublich, wie viele Leute da mitmachen, wie viele Menschen sich ihr angeschlossen haben, um dasselbe Ziel jetzt zu verfolgen. Und das ist für eine Privatperson ein ganz unglaublicher Vorgang. Liebe Christiane, ich freue mich, dir heute, jetzt kommen wir gleich drin. Ich freue mich, dir heute die silberne Schwalbe überreichen zu dürfen. Du hast sie mehr als verdient und du gehörst zu diesem Zirkel dazu, der heute im Blog geehrt wurde. Bitte schön. Und gesagt, Frau Eigner, wie ist das hier mit der Umsetzung? Die ist schon ganz genervt von uns.